Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Heute mal wieder live und in Farbe aus Rosenheim vom Astronomischen Kolloquium. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema, und zwar geht es um Exoplaneten. Und zwar um die Bedingungen für Exoplaneten, sodass sie lebensfreundlich sind. Lebensfreundlichkeit von Exoplaneten, was sind die Kriterien und gibt es vielleicht schon eine Erde 2.0 da draußen, ein Planet, der ähnlich lebensfreundlich ist wie unsere Erde, wo Pflanzen oder im Extremfall sogar tierisches Leben sich entwickeln können. Eingeladen dazu haben wir Frau Professor Lena Noack von der FU Berlin, die in diesem Bereich forscht und einige spannende Ergebnisse veröffentlicht hat. So war ja letztes Jahr im August in Sperren und Weltraum ihr spannender Artikel zum TRAPPIST-1-System. Viel Spaß dabei! Ja, besten Dank für diese nette Einführung und ich freue mich wirklich, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen über mein Lieblingsthema erzählen kann. Und auch, was sich in den letzten 25, 30 Jahren so alles getan hat. Also Herr Juncker hat es ja gerade schon angesprochen. Am Anfang dachte man, das wird alles noch ewig lange dauern. Und dann ging es immer schneller und immer schneller. Und eine wahnwitzige Entdeckung jagt die nächste. Und ich will heute vor allem auf den Aspekt eingehen, was bedeutet das eigentlich? Was können wir aus den Planetendaten, die wir haben, aus den Exoplanetendaten herauslesen? Können wir was über die Exoplaneten sagen oder nicht? Und wie sieht es aus mit den möglichen Bedingungen für Leben, erdähnliches Leben, anderes Leben auf diesen Exoplaneten? Diese Frage, ist da jemand da draußen, hat sich sicherlich jeder von Ihnen irgendwann schon mal gestellt oder sicherlich auch öfter, gerade wenn man den Sternenhimmel nachts sieht. Das ist natürlich eine Frage, die die Menschheit seit vielen, vielen tausend Jahren beschäftigt. Lange Zeit dachte man, dass zumindest in unserem Sonnensystem, die anderen Planeten, dass dort überall Leben herrscht. Spätestens seit den 60er Jahren weiß man, dass das nicht so ist. Hier ist mal ein Beispiel von unterschiedlichen Aufnahmen von der Oberfläche von der Erde, sieht man hier links, von dem Mond, von unserem Nachbarplaneten Venus, so unsere höllische Schwester, ungefähr genauso groß wie die Erde, aber viel, viel heißer an der Oberfläche. Unser kleiner Bruder Mars, der ein bisschen weiter weg von der Sonne ist, dem Mond Titan, eiskalt an der Oberfläche und im Kometen. Und man sieht, alle sehen relativ ähnlich aus, außer die Erde. Mit der Erde ist irgendwas anderes passiert. Die Erde ist besonders, zumindest in unserem Sonnensystem. Und wenn man sich die Frage stellt, ist da jemand? Wie gesagt, bisher in unserem Sonnensystem haben wir keine Beweise für Leben außerhalb von der Erde gefunden. Fragt man sich natürlich gleich, na gut, wie ist es, wenn ich jetzt weiter weggehe? Wie ist es, wenn ich mir die unterschiedlichen Sterne anschaue? Und hier nur nochmal als Größenvergleich, dass man so sieht, wie lange dauert es eigentlich, um das Weltall zu entdecken und wie lange wird eine Reise dauern. Man sieht hier die Sonne, die 8 Planeten, sind nur noch 8, nicht mehr 9 Planeten. Pluto ist kein Planet mehr. Und man sieht hier an dieser Stelle, hier ist die Sonde Voyager 1, die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten unterwegs ist im All. Und die hat den am weitesten entfernten Bereich von der Sonne weg. Trotzdem, wenn wir uns anschauen, Alpha Centauri, das ist das System mit 3 Sternen, die am nächsten an unserem Stern, an unserer Sonne dran sind, das ist aber noch ein Vielfaches weiter weg. Das heißt, hinreisen können wir zu den Exoplaneten bisher auf jeden Fall nicht. Deswegen schauen wir noch mal ganz kurz, wie sieht es mit der Habitabilität von den anderen Planeten im Sonnensystem aus? Was können wir von unserem Sonnensystem lernen, was wir dann vielleicht auch auf Exoplaneten übertragen können, die wir, wie gesagt, nicht mal so eben besuchen können? Da fange ich am liebsten mit dem Mond an, und zwar mit einer Mondkarte hier links. Die wurde fast vor 400 Jahren erstellt und zeigt mit damals sehr guten Teleskopen, sehr auflösend, hochauflösend, was es für unterschiedliche Bereiche auf dem Mond gibt. Man sieht hier, man hat so diese glatten Flächen und manche können es vielleicht sehen, da steht Mare. Mare steht für Meere. Warum? Weil man damals dachte, das sind halt so dunkle Regionen, glatte Regionen, da gibt es Wasser an der Oberfläche, das sind Ozeane. Das heißt, hier gibt es auch Leben. Hat man gar nicht in Frage gestellt. Ne? Johannes Hevelius ist der Forscher oder der Astronom, der damals diese Karte erstellt hat. Und ich bringe den unglaublich gerne in Vorträgen unter, weil es ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel von mir ist. Und ein bisschen Werbung für die eigene Familie machen.
Und meine Inspiration, warum ich überhaupt in den Bereich gegangen bin, warum ich als Kind Bücher verschlungen habe über Mond, über Sternbilder und alles, was man als Astronom, so als Kind so aufsaugen kann. So viel zum Thema Mond. Also wie gesagt, nicht allzu langer Zeit war man immer noch der Meinung, dass es Leben auf dem Mond geben sollte. Genauso auf dem Mars. Das hier ist eine Karte, die auch sehr berühmt geworden ist, die von dem Herrn Schiaparelli, einem italienischen Astronom, 1877 erstellt wurde, mit einer noch besseren, neueren Klasse von Teleskopen. Und auch hier sieht man dunklere Bereiche. Das ist ja das Beste, was man von dem Mars damals erkennen konnte. Und auch hier taucht wieder der Begriff Mare auf. Wasser gibt es auch auf dem Mars, ganz klar. Das Komische ist eher in diesen unteren Regionen hier. Das sind halt Regionen, die etwas höher liegen, wie die Alpen praktisch, Gebirge. Und dort hat der Schiaparelli Striche gesehen, überall auf diesen hellen Oberflächen. Die hat er Canali genannt, Kanäle, und ist davon ausgegangen, dass dort Wasser lang fließt. Oder eine andere Variante, wie man das auch erklären kann von Herrn Pickering, ist, dass es wahrscheinlich keine Kanäle sind, weil die sind ja im Gebirge. Ne? Das wäre ja seltsam, wenn man das Wasser nach oben pumpen würde. Da müssten ja die Marsianer viel zu viel Energie aufbringen. Das kann ja gar nicht sein. Wahrscheinlich sind es eher Baumalleen oder sowas. Man hat später herausgefunden, es ist weder noch. Tatsächlich war es einfach eine Störung, eine optische Täuschung im Teleskop. Die existieren nicht. Venus. Da hat man sich eigentlich gar nicht so viele Sorgen gemacht. Wenn man sich die Atmosphäre von der Venus anschaut, sehr CO2-reich, ganz klar Industrieland. Ist ungefähr so groß wie die Erde. Dass es unglaublich heiß an der Oberfläche ist. Also unglaublich heiß bedeutet so heiß, dass das Papier sich selbst entzünden würde an der Oberfläche. So heiß ist es. Das wusste man damals gar nicht. Das weiß man erst seit ein paar Jahrzehnten. Und auch da ist die Frage, ist es eher wahrscheinlich, dass wir auf dem Mars intelligentes Leben haben? Ist es eher wahrscheinlich, dass wir auf dem Venus, der Venus intelligentes Leben haben? Wie würde es denn aussehen? Wahrscheinlich gibt es auch ökonomische Probleme, je nachdem, wie viel Wasser vorhanden ist und so weiter und so fort. Heutzutage klingt das ganz albern, aber bis vor den 60er Jahren war das ganz normal. Sie alle kennen sicherlich das Beispiel, dass in New York in den 1938 ein Hörspiel im Radio lief, Krieg der Welten von Orson Welles. Und da geht es darum, dass die Marsianer die Erde attackieren und in New York einfallen und immerhin 500.000 Menschen haben es geglaubt, sind in Panik geraten und haben versucht, New York zu verlassen. Heutzutage würde das nicht mehr passieren, weil heutzutage wissen wir, wie unsere Nachbarplaneten aussehen. Heute würde man eher vor Aliens Angst haben. Das bringt mich auch gleich zu dem Thema von heute. Also, wie sieht es dann aus mit den Exoplaneten? Was für Planetensysteme haben wir denn außerhalb von unserem Sonnensystem? Unser Sonnensystem ist sehr besonders. Oder zumindest von den Daten, die wir bisher haben, und das kann durchaus nur ein biased view sein, ein Teil von den ganzen Daten, von den ganzen Sonnensystemen, die es draußen gibt, ist sehr besonders. Was man hier sehen kann, diese gestrichelte Linie hier außen, das ist die Umlaufbahn von Uranus. Hier haben wir Saturn, hier haben wir das innere Sonnensystem, wo die Erde, Mars, Merkur zu finden sind. Und all diese unterschiedlichen Bewegungen, die man sieht, das sind jeweils unterschiedliche Sternsysteme, die man entdeckt hat. Das Video ist ein bisschen älter, von 2012, aber bisher hat sich das nicht großartig geändert. Warum? Bedeutet es jetzt, dass alle Systeme extrem eng aneinander sind, ganz wenig Raum einnehmen und nur das Sonnensystem so weit ausgedehnt ist? Nein, natürlich nicht. Das zeige ich auch gleich, dass die Beobachtung einfach viel, viel einfacher ist, je näher die Planeten an dem Stern sind. Und deswegen haben wir halt eine gewisse Auswahl nur an Daten, an Sternsystemen. Aber wir würden auch erwarten, dass Systeme wie das Sonnensystem natürlich auch existiert. Tatsächlich mittlerweile, nach 30 Jahren, haben wir einen wahren Zoo von Exoplaneten. Viele Planeten, die wir entdeckt haben, sind ja diese ganz großen, Jupiter-ähnlichen, Saturn-ähnlichen Gasriesen. Was uns natürlich interessiert, wenn wir überlegen, könnte da Leben sein, könnte es eine Erde 2.0 geben, das sind eher die kleineren Planeten hier.
Aber wir haben mittlerweile wirklich enorm viele Daten, die wir nutzen können. Und deswegen, wie ja gerade schon angekündigt am Anfang, gab es 2019 auch den Nobelpreis für die Entdeckung des, das habe ich aus dem Internet kopiert, hier steht der erste Exoplanet, das stimmt nicht ganz, da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Aber trotzdem, für die gesamte Exoplaneten-Community ist es natürlich eine Riesenehre, den Nobelpreis bekommen zu haben. Ja, was ist eigentlich Leben? Bevor wir überlegen, was ist eigentlich ein habitabler Planet oder ein bewohnbarer Planet, müssen wir erstmal sagen, wonach suchen wir eigentlich, was meinen wir eigentlich, wenn wir leben oder wenn wir von Leben sprechen. Also was sind praktisch Eigenschaften, wie würde ich Leben auf einem anderen Planeten erkennen? Außer spricht mit mir, dann weiß ich, dass es lebt. Eine Variante, wie man sagen kann, ist die Organisation. Also in dem Moment, wo man eine bestimmte Struktur hat, eine Zelle hat, einen geschützten Raum hat, in dem bestimmte chemische Reaktionen stattfinden können, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis auf Leben, das sich genau so organisiert hat. Was hat man noch? Eine Art von Metabolismus, eine Ernährung, dass ich irgendwas umwandle, dass ich Energie benötige. Das ist auch was, eine typische Eigenschaft von allem Leben auf der Erde. Wachstum, ne? Also die wunderschönen Bäume, die so weit nach oben wachsen, das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Kriterium für Leben. Homöostasie, Körpertemperatur. Zum Glück haben wir immer die gleiche Körpertemperatur. Wenn unser Körper nur so 3-4 Grad heißer ist, haben wir sofort Fieber, uns geht es schlecht, ne? In Zellen ist es ganz, ganz wichtig, dass man innerhalb von einer Zelle den gleichen Druck hat, genau den gleichen Wassergehalt hat, sonst würde eine Zelle sofort zerfallen. Reproduktion, zum Beispiel in der Zellteilung, ist auch ein Hinweis auf Leben. Eine Reaktion, eine Bewegung, Reaktion in welcher Art und Weise auch immer. Selbst die einfachsten Zellen, die Einzeller, die Bakterien bei uns, haben immer so eine Flagellen und damit können sie sich im Raum bewegen. Und Evolution. Evolution, Mutation, Selektion, das ist auch eins von den Kriterien vom Leben. Das sind 7 Eigenschaften, die Wissenschaftler über Jahrzehnte versucht haben, zusammenzusammeln und zu sagen, das müsste Leben sein, so sollte Leben aussehen. Und nur wenn alle 7 Kriterien erfüllt sind, dann sprechen wir von Leben. Das können wir jetzt auch mal testen, mal so ein paar Beispiele. Wie sieht es aus mit einem Eiskristall? Ein Eiskristall ist definitiv organisiert. Ein Eiskristall kann auch wachsen. In dem Moment, wo die Temperatur nicht mehr erhalten ist, ist das Eiskristall auch nicht mehr da. Gut, da kann man jetzt argumentieren, dass die Homöostasie dann gerade nicht erhalten werden kann. Eine gewisse Reaktion ist da, wenn ich Wärme aussetze, das fängt an zu schmelzen. Aber ganz klar, alle 7 Kriterien sind nicht von einem Eiskristall erfüllt. Was haben wir noch als Beispiel? Feuer. Feuer sieht auch immer mehr oder weniger gleich aus, ist also praktisch auch eine Organisation. Verbrennt Holz, hat also praktisch eine Nahrung, die aufgenommen wird und Energie, die produziert wird. Feuer können leider auch wachsen, das hat man auch schon ab und zu mal beobachtet. Die Temperatur im Inneren ist immer mehr oder weniger gleich. Das heißt, auch die Homöostasie ist sozusagen gegeben. Reproduktion, naja, und ein Funke, wenn der auf einen anderen Holzscheit geht, kommt der auch wieder ein neues Feuer. Könnte man jetzt sagen, ja, stimmt auch. Reaktion oder Bewegung ist schon schwieriger. Da hört schon auf. Und eine Evolution von Feuer, eine natürliche Selektion, eine Mutation gibt es zum Glück nicht von Feuer. Das heißt, Feuer, kann man auch sagen, ist kein Leben. Computer, wie sieht es damit aus? Ein Computer ist auch organisiert, verbraucht definitiv Energie, ganz klar. Wachsen tun sie zum Glück nicht. Außer wenn man jetzt den Datenspeicher betrachtet, aber das ist vielleicht ein bisschen zu kleinlich. Reproduzieren können sie sich bisher auch noch nicht. Ja? Also kann man das auch schon ganz eindeutig ausschließen. Andererseits, wie sieht es denn aus mit einem Maulesel? Er kann sich nicht reproduzieren. Das heißt, ganz perfekt ist die Definition doch nicht, weil ein Maulesel ist definitiv lebendig. Ne? Da ist das ganz klar, auch wenn nicht alle 7 Kriterien erfüllt sind. Gut, aber mit diesen Grundideen kann man sich halt überlegen, okay, wie müsste man Leben entdecken können, wenn man dem Leben begegnen könnte.
Hauptsächlich ist das natürlich relevant, wenn man das Leben sehen könnte oder anfassen könnte. Also sprich, wenn es darum geht, andere Planeten im Sonnensystem sich anzuschauen, auf dem Mars vielleicht doch Leben zu finden oder in irgendwelchen Eismonden, dann sind diese Eigenschaften auf jeden Fall ganz wichtig. In dem Moment, wo wir zu Exoplaneten gehen, haben wir diese Möglichkeit nicht. Wir müssen unsere Kriterien ganz stark vereinfachen. Und die einfachste Variante ist, dass man schaut oder dass man sich einfache Kriterien sucht, die sagen, okay, ein Planet könnte prinzipiell bewohnbar sein oder nicht. Das ist dieses Kriterium, was ich heute auch in dem Rest des Vortrages nutzen werde. Und dann kann man versuchen zu überlegen, naja, wie oft müsste es eigentlich rein theoretisch Leben da draußen geben? Ne, versuchen wir es, ich bin Mathematikerin, versuchen wir es also mit einer Gleichung. Ja? Ganz einfach Gleichung, die sogenannte Drake-Gleichung. Aufgestellt von Francis Drake, einem der Mitbegründer von dem SETI-Institut, also Search for Extraterrestrial Intelligence. Und in der Drake-Gleichung, wie gesagt, mathematisch ganz einfach gefasst, Multiplikation sollte kein Problem sein, ist die Frage, wie oft sollte es eigentlich Zivilisationen geben, mit denen wir heute kommunizieren können. Und hier gibt es unterschiedliche Faktoren. Also der erste Faktor ist, wie viele Sterne werden ungefähr pro Jahr produziert? Also wie viele Sterne gibt es? Wie viele von diesen Sternen haben Planeten? Das sind tatsächlich Sachen, die wir mit astronomischen Beobachtungen und auch mit Exoplanetendetektionsmissionen immer besser und besser beantworten können. Wie viele von diesen Planeten könnten jetzt theoretisch Leben beherbergen? Da wird schon um einiges kritischer, um einiges schwieriger. Dann muss man das natürlich multiplizieren mit der Anzahl von den Planeten, wo tatsächlich Leben entsteht. Ja, nur weil ein Bereich habitabel ist, bedeutet das nur lange nicht, dass Leben entsteht. Wie wahrscheinlich ist es denn dann eigentlich, dass Leben intelligent wird? Wenn wir intelligentes Leben haben, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass das auch noch kommunizieren möchte, eine Technologie entwickelt, womit man mit anderen Planeten theoretisch oder mit anderen Zivilisationen kommunizieren könnte? Und dann vielleicht der kritischste Faktor, wie lange kann eine Zivilisation das denn eigentlich machen? Zerstören Zivilisationen sich automatisch immer selbst? Wir auf der Erde können das noch nicht besonders lange, diesen Faktor, dass wir tatsächlich Wellen ins All schicken, die von einem anderen Planeten detektiert werden könnten. Wie lange machen wir das noch? 50 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre? Es ist auf jeden Fall zeitlich beschränkt. Heute geht es also mehr um diese Frage nach den bewohnbaren Planeten. Also was ist dieser Faktor NE? Also wie oft, wenn man einen Planeten hat, wäre der eigentlich bewohnbar? Und wie findet man das raus? Da wir gerade schon Star Trek hatten in der Ankündigung, machen wir gleich nochmal eine Referenz zu Star Trek. Typischerweise in Star Trek, wenn Sie auf irgendeinem Planeten landen, der sieht dann ungefähr so aus, kommt dann so ein Satz wie, dieser Planet ist nicht bewohnt. Da möchte ich jedes Mal aufschreien. Er ist nicht von Menschen bewohnt. Tiere gibt es, Vögel gibt es normalerweise immer, Bäume gibt es, Rasen gibt es. Das ist aus der Sicht eines Biologen unglaublich komplex und weit fortgeschritten. Auf der ganzen Entwicklung von der Erde, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind, das hat 4 Milliarden Jahre gedauert, oder was soll ich, 4,5 Milliarden Jahre gedauert. Die Menschen sind nur ganz am Ende gekommen. Aber der Planet ist definitiv bewohnt. Das heißt, wenn wir davon sprechen, kann Leben auf einem anderen Planeten existieren, gehen wir für gewöhnlich nicht davon, ob Menschen dort wohnen könnten oder menschenähnliche Leben. Wenn wir ein Kriterium finden könnten, dass Bakterien auf einem anderen Planeten leben oder wenn wir sicher sein könnten, dass wir einen Planeten gefunden haben, auf dem Bakterien existieren, wären wir schon super glücklich. Was ist eigentlich eine Erde 2.0? Und auch da versteht definitiv jeder was anderes, auch Wissenschaftler. Wir haben den Test mal gemacht in der Gruppe von Wissenschaftlern, gefragt, was ist für euch eine Erde 2.0? Ganz klar, es ist ein Gesteinsplanet. Der besteht aus Eisen, Gestein, irgendwas passiert an der Oberfläche. Die Atmosphärenforscher haben gesagt, ja, ganz klar, das ist eine Atmosphäre wie auf der Erde mit den Gasen, die wir auf der Erde haben. Die Biologen haben gesagt, na ja, ganz klar, das ist erdähnliches Leben. Ne? Was meine ich mit Erde 2.0 und die meisten, die sich mit Exoplaneten beschäftigen? So ein Planet wäre durchaus auch eine Erde 2.0. Das wäre ein Planet, der hauptsächlich von Wasser bedeckt ist, ein paar Wolken hier, vielleicht so ein paar Vulkaninseln
Und das grüne Angedeutete hier soll sein, heißen, dass da irgendwie Leben entstanden ist. Völlig in Ordnung. Wir haben zwar kaum Kontinente, keine Städte. Für mich ist das eine Erde 2.0. Oder so ein Planet. Diese Sorte von Planeten sind sehr nah an ihrem Stern und sind gezeitengebunden. Gezeitengebunden ist das, was mit dem Mond passiert ist. Ne, wir sehen vom Mond immer genau die gleiche Seite von der Oberfläche. Warum? Weil er gezeitengebunden an die Erde ist. Bei manchen Exoplaneten ist das genau das Gleiche. Sie sind gezeitengebunden an dem Stern und deswegen bekommt eine Seite von der Oberfläche unglaublich viel Hitze ab und auf der anderen Seite ist es unglaublich kalt. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, dass an der einen Seite von der Oberfläche ist es so heiß, dass wir definitiv kein Leben erwarten würden, dass wir kein Wasser an der Oberfläche hätten. An der anderen Seite wäre es so kalt, dass da überhaupt nichts passieren könnte. Aber irgendwo dazwischen wäre vielleicht eine Übergangsregion, wo vielleicht flüssiges Wasser wäre, wo vielleicht auch Leben entstehen könnte. Wäre für mich genauso eine Erde 2.0. Hätte ich kein Problem mit. Oder wenn man sich einen etwas größeren Mars vorstellt, mit ein paar winzigen Pfützen Wasser, ein bisschen Leben, was sich entlang von Flüssen entwickelt hat und so weiter und so fort. Und so können wir sehr viele unterschiedliche Planeten finden, die wir uns vorstellen können, die alle für uns eine Erde 2.0 bedeuten. Warum? Das sind Planeten, die prinzipiell die Entstehung von Leben, wie wir es auf der Erde kennen, erlauben. Die Voyager 1 ist eine der schnellsten Satelliten, die wir mittlerweile, oder eine der schnellsten Sonden, die wir im All haben, und hat eine Geschwindigkeit von 62.000 Kilometer pro Stunde. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschwindigkeit, wenn man sich mal überlegt, wie schnell das ist, verglichen mit einem ICE-Zug oder mit einem Auto. Nichtsdestotrotz, um zum Alpha Centauri-System zu kommen, wie lange würde es dauern? 75.000 Jahre. So lange wollen wir nicht warten, um zu wissen, ob denn unser Nachbarsternsystem Alpha Centauri Exoplaneten hat oder nicht. Das heißt, was machen wir ansonsten? Was können wir machen? Gut, wir haben jetzt unseren schönen Sternenhimmel. Wir können jetzt ein Teleskop nehmen, näher und näher ranzoomen. Was können wir vielleicht erkennen? Wir können Galaxien erkennen, Planetennebel erkennen. Aber wir können nicht so weit heranzoomen mit der Technologie, die wir zurzeit haben, dass wir wirklich einen Planeten sehen können. Gibt's nicht. Bedeutet, bisher gibt es keinen einzigen Exoplaneten, wo wir wissen, wie er an der Oberfläche aussieht. Wissen wir nicht. Das heißt, diese ganzen wunderschönen Bilder, die man immer mal wieder sieht in welchen Zeitschriften, alles Fiktion. Wir wissen es nicht. Wir haben keine einzige Aufnahme von den Planeten. Wir wissen es wirklich nicht. Was wissen wir? Eine Sache, die wir uns anschauen können, ist genau, wie sich der Stern, was das Spektrum von einem Stern ist. Was man hier sieht, ist das Licht, das wir von einem Stern messen können. Und wenn wir sehen, dass sich das Spektrum von dem Licht verändert. Was kann das, oder woher kann das kommen? Und eine Erklärung ist, dass es einen Planeten gibt, der auf einer Umlaufbahn um diesen Stern herum ist. Und da der Planet eine Masse hat, der Stern eine Masse hat, ist das gemeinsame Zentrum der Masse etwas außerhalb des Zentrums vom Stern. Das bedeutet, durch die Bewegung von dem Planeten fängt der Stern hin und her zu wackeln. Und in dem Moment, wo er sich auf uns zubewegt, werden die Wellen zusammengepresst. Und wenn er sich wegbewegt, geht es in genau die andere Richtung. Und genau das kann man messen. Und damit kann man messen, wie stark bewegt sich der Stern auf uns zu und wie weit bewegt er sich weg. Das kann man jetzt tatsächlich ausrechnen, welche Geschwindigkeit hat der Stern, der sich auf uns zubewegt oder wegbewegt. Was ist in Meter pro Sekunde? Und da gibt es auch unterschiedliche Software, die man im Internet nutzen kann, um einfach mal zu schauen, wie wäre es jetzt, bestimmter Stern, ich habe einen Planet mit einer bestimmten Masse, hier einfach mal als Beispiel eine Jupitermasse, und kann dann ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit oder Radialgeschwindigkeit bewegt sich der Stern auf mich zu und bewegt er sich weg. So, jetzt zeige ich mal ein zweites Beispiel. Achten Sie mal nur auf das hier rechts oben. So, genau das Gleiche. Was hat sich geändert? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Beispielen? Ich gehe nochmal zurück. Hier hatten wir das Beispiel von einem Planet mit einer Jupitermasse. Und hier, das sind wir. Wir sind die Beobachter. Und das System Stern-Planet ist genau auf der gleichen Ebene wie wir als Beobachter. Das zweite Beispiel, was ich gerade gezeigt habe, ist, dass wir das aus einem völlig anderen Winkel beobachten, fast im rechten Winkel. Und dadurch bewegt sich der Stern natürlich viel stärker in eine Richtung, in die andere Richtung,
aber wir beobachten das ja aus einem fast rechten Winkel. Das heißt, von unserer Beobachtungsebene aus, damit der Stern so stark sich in unsere Richtung bewegt, muss der Planet jetzt plötzlich 5 Jupitermassen haben, also 5-mal die Masse. Und das ist eines der Hauptprobleme, die man mit dieser Methode hat, mit dieser Radialgeschwindigkeitsmethode, um Exoplaneten zu entdecken. Wenn das der einzige Hinweis ist, den wir auf dem Planeten haben, wissen wir nur, es ist im besten Fall eine bestimmte minimale Masse. Hier ist es eine Jupitermasse. Kann zwei Massen, zweimal die Masse sein, 5-mal die Masse sein, 10-mal die Masse sein. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten bei Planeten, die halt mit dieser Methode entdeckt wurden. Da komme ich dann später nochmal mit ein paar Beispielen darauf zurück. Die ersten Planeten in der habitablen Zone, das war vor ungefähr 10 Jahren. Und zu dieser Zeit, als diese Planeten entdeckt wurden, war ich blutjunge Doktorandin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und es war dieses System Gliese 581, das entdeckt wurde. Gliese 581, hatte man damals gesagt, hat 2 Planeten, die bewohnbar sind. So, um das Bild hier zu erklären kurz, oder weiß jeder, was eine habitable Zone ist? Na, dann erkläre ich es mal. Was man hier oben sieht, ist erstmal die Sonne. Und jetzt sind hier die 4 nächsten Planeten aufgetragen. Merkur, Venus, unsere Erde, der Mars und auch der Jupiter. Und der Abstand auf der X-Achse ist der Abstand vom Stern, logarithmisch. 1 ist hier eine astronomische Einheit, ist der mittlere Abstand von der Erde zur Sonne. Und was man hier sieht, ist so ein blauer Bereich. Und dieser blaue Bereich bedeutet, wenn ich jetzt die Erde nehme und ein bisschen näher an die Sonne ranschiebe oder ein bisschen weiter von der Sonne entfernt hinpacke, wie würde die Atmosphäre reagieren darauf, dass ich halt mehr Wärme von der Sonne bekomme oder weniger Wärme von der Sonne abbekomme? Und was ist der maximale Bereich, wo ich Temperaturen habe, wo Wasser flüssig sein könnte? Also dieser blaue Bereich bedeutet einfach nur zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius. Bedeutet nicht, dass Wasser vorhanden ist. Nur die ideale Bedingung für, oder das unter idealen Bedingungen zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius liegen. Was man jetzt hier auf der Y-Achse sieht, ist jetzt die Sternmasse geteilt durch die Sonnenmasse. Also 1 ist die Masse von unserer Sonne. Je weiter wir nach unten kommen, desto kleiner oder massearmer wird der Stern und desto weniger Leuchtkraft kommt von dem Stern. Das heißt, es wird kühler. Das heißt, um die gleiche Wärme abzubekommen wie die Erde, muss ich näher ran. Und das ist genau der Grund, weswegen halt dieser blaue Streifen weiter nach unten geht, ist genau das, je näher oder je kleiner der Stern ist, desto näher ist diese Zone, wo ich zwischen 0 und 100 Grad Celsius haben kann. So, das heißt, diese erstaunliche Entdeckung hier 2010 war halt, dass in diesem System gibt es gleich mehrere Planeten und 2, G und D, sind gleich in der habitablen Zone. Wunderbar, klasse. Eine Kollegin von mir kam gleich freudestrahlend auf mich zu und meinte, ach Lena, wollen wir nicht ein Projekt dazu machen? Du rechnest, was passiert im Inneren von den Planeten, ich berechne die Atmosphäre und das wäre doch ganz toll. Okay, kein Problem. Was ist denn die Dichte von den Planeten? Also, das wissen wir nicht. Naja, wie groß ist denn der Planet? Also, wissen wir nicht. Das ist halt nur mit dieser Radialmethode gemessen. Ne? Naja, was ist denn die Masse von den Planeten? Also, naja, also wir kennen auch nur die minimale Masse. Die war ungefähr so in der Nähe von der Erdmasse. Naja, was wissen wir irgendwas anderes von der Oberfläche? Nee, beobachtet direkt haben wir den nicht. Er sagt, nee, sorry, das mache ich nicht. Zu wenig Daten. Zum Glück. Warum? Wenige Monate danach kam ein Paper raus, das gesagt hat, ja, wir haben uns die Daten nochmal ganz genau angeschaut. Dieser Planet G, der existiert gar nicht. Das war eine Missinterpretation der Daten. Das war ein Schock für die Community, weil man hat ja den ersten Planeten in der habitablen Zone gefunden. Ne? In dieser möglicherweise bewohnbaren Zone, wo also Wasser flüssiges Wasser sein könnte. Aber wir hatten ja noch den zweiten Planeten. Sie können sich vielleicht denken, was jetzt als nächstes kommt. 4 Jahre später, der existiert auch nicht. Die anderen aber höchstwahrscheinlich schon. Aber das zeigt, wenn man halt nur bestimmte Daten hat, also wenn man nur diese minimale Masse aus dieser Bewegung von dem Stern herausgerechnet hat, das ist einfach zu ungenau. Man weiß nicht genau, ob diese Planeten wirklich existieren oder nicht. In diesen Fällen war es tatsächlich
oder sind sich die Wissenschaftler heute ziemlich einig, dass die beiden Planeten einfach nicht existieren. Was gibt es noch für Methoden, um zu schauen, ob diese Planeten wirklich existieren oder nicht? Oder wie kann man generell Planeten noch detektieren? Die zweite große Methode, das ist die sogenannte Transit-Methode. Hier in diesem Video sieht man den Venus-Transit von 2012. Von der Erde aus beobachtet sieht man, wie Stück für Stück die Venus sich vor die Sonne schiebt. Während der Zeit, wenn man jetzt messen würde, wie viel Licht kommt eigentlich gerade von der Sonne. Wenn man alles komplett zusammenrechnet, wie viel Licht trifft auf die Erde. In dem Moment, wo Venus sich vor die Sonne schiebt, würde das leicht weniger werden. Das heißt, das sieht man hier. Also die Helligkeit, in dem Fall von unserer Sonne, aber es geht für jeden Stern auch. In dem Moment, wo sich ein Planet vor den Stern schiebt, wird die Helligkeit reduziert. Das Interessante ist sogar noch, je nachdem, wo der Planet sich vor die Sonne schiebt, sieht man auch noch unterschiedlich stark, wie schnell sich die Helligkeit verändert. Das heißt, allein wenn man sich diese Helligkeitskurve anschaut, kann man theoretisch eine Aussage übertreffen, wie viel vom Verhältnis von der Größe von dem Stern, von der Helligkeit von dem Stern abgedeckt wird. Das bedeutet also, wenn ich aus astroseismischen und astronomischen Berechnungen weiß, wie groß der Stern ist, kann ich dadurch berechnen, wie groß ist der Planet. Es gibt mir den Radius von dem Planeten. Und tatsächlich, das funktioniert auch. Das hier ist ein Beispiel, jetzt ist es für einen sehr, sehr großen Gasplaneten. Aber trotzdem sieht man, dass relativ genau bestimmt werden kann, wie sich diese Helligkeit über die Zeit verändert. Und man sieht wunderschön, hier wie der Exoplanet einen Teil von der Oberfläche verdeckt über die Zeit. Das kann auch komplizierter aussehen. Man sieht hier auch am Anfang wieder wunderschön, wie die Helligkeit lokal sich verändert. Aber man kann ja messen, wie lange es dauert, bis praktisch der nächste Orbit dran ist. Das müsste ja eigentlich immer zu genau der gleichen Zeit passieren. Das ist auch der Grund, warum man hier so viele Datenpunkte hat. Es sind ganz viele Orbits hintereinander gewesen. Hier verschiebt sich das jedes Mal. Und die logischste Erklärung dafür ist, dass es mehr als ein Planet ist. In dem Fall zwei Planeten. Und der zweite Planet stört die Umlaufbahn von dem ersten Planet ein ganz kleines bisschen, dass es ein bisschen elliptischer wird. Ein bisschen hin und her wackelt der Orbit. Und dann kann man aus diesen Daten herauslesen, wie viele Planeten müsste es geben, um halt genau das entdecken zu können. Da braucht man wieder numerische Modelle dafür. Je mehr Planeten es gibt, desto komplizierter wird es. Deswegen, je mehr Planeten man hat in dem System, desto, sagen wir mal, desto unsicherer sind die Daten unter Umständen. Was kann man jetzt noch über Planeten sagen? Also das waren jetzt eine Methode, womit man die minimale Masse von einem Planeten hat. Die Transit-Methode gibt uns die Größe von einem Planeten. Tatsächlich, wenn wir einen Transit beobachtet haben, dann haben wir ja einen Planeten vor dem Stern gesehen. Das heißt, dann kennen wir auch die Inklination. Wir wissen auch genau, in welcher Ebene Stern und Planet zu unserer Beobachtungsebene sind. Und dann kennen wir auch die exakte Masse. Dann ist es nicht mehr die minimale Masse, weil dann ist ja die Frage, in welchem Beobachtungswinkel wir sind, ist es ja dann klar. Okay, das heißt, wir haben Masse, wir haben Radius, wir haben also die Dichte von dem Planeten. Was können wir noch sagen? Man kann tatsächlich was über die Helligkeit von dem Planeten aussagen. Das ist was, was bisher noch nur für Gasriesen möglich ist, aber Stück für Stück verbessern sich die Methoden auch da. Hier ist mal aufgetragen, wenn unterschiedliche Beispieloberflächen, also zum Beispiel frisch gefallener Schnee oder etwas älterer Schnee, Wolkendecken, eine sehr hohe Helligkeit. Wenn ich dann hier zu Sand oder zum nassen Sand oder zu Wasser übergehe, ist eine sehr dunkle Helligkeit. Und auch wenn wir nicht genau wissen, was ist es denn jetzt an der Oberfläche, wenn wir eine Abschätzung haben über die Albedo, also die Helligkeit, können wir ein bisschen, also ein paar Materialien an der Oberfläche einfach ausschließen, sagen wir es mal so. Was können wir noch machen? Wir können uns den Stern bzw. den Planeten unter unterschiedlichen Wellenlängen anschauen, also unterschiedlichen Lichtspektren und schauen, ob die Größe von einem Planeten oder von einem Stern sich ändert oder die Strahlungsintensität sich ändert, je nachdem, mit welcher Wellenlänge ich das Objekt beobachte. Und genauso wie wir jetzt das Spektrum von der Sonne uns anschauen können, und wir haben ja hier so unterschiedliche Absorptionslinien, wenn wir das Spektrum von der Sonne durch die Erdatmosphäre uns anschauen, können wir das auch tatsächlich für Objekte machen, die ganz weit weg sind. Wir können uns dieses Spektrum anschauen und können schauen, wo haben wir bestimmte Absorptionslinien.
Wie sehe sowas aus? Wie sieht sowas aus für die Referenzplaneten, die wir im Sonnensystem haben, also sprich Erde, Mars und Venus? Das ist hier so ein Spektrum über die Wellenlänge. Praktisch ein komplettes Spektrum, nur mit unterschiedlicher Auflösung für die unterschiedlichen Wellenlängen. Und was man erst sieht, ist, diese Intensität geht hoch bei bestimmten Wellenlängen und dann nimmt sie wieder ab. Das hier ist jetzt zum Beispiel das Spektrum von der Erde. Wenn wir jetzt überhaupt keine Assoziation hätten von der Erde, wenn also die Erde wie so ein schwarzer Körper zurückstrahlen würde, dann würde das Spektrum tatsächlich so aussehen wie diese gestrichelte Linie hier oben. Das Interessante ist jetzt bei diesem maximalen Spektrum, nenne ich es mal, das hängt ab von der Temperatur. Also hier ist das Maximum viel weiter links, als es bei dem Beispiel, wo die Temperatur 220 Kelvin, also minus 50 Grad Celsius wären, als hier, wo wir bei 3 Grad Celsius sind. Das heißt, schon alleine an dieser Verschiebung in diesem Spektrum können wir abschätzen, wie heiß ist es denn an der Oberfläche. Und dann können wir genauso schauen, in dem Moment, wo wir halt zum Beispiel CO2 haben oder Sauerstoff haben oder Ozon haben, sehen wir im Spektrum direkt, dass es eine Variation gibt. Jetzt ist das Problem, für Planeten selber kann man dieses Spektrum bisher noch nicht wirklich so gut messen. Was machen wir? Wir sehen ja immer nur den Stern. Die eine Methode ist, wenn ich weiß, wann der Planet vor meinem Stern ist und wann er hinter dem Stern ist, nehme ich einfach das Spektrum vom Stern auf, wenn der Planet gerade dahinter ist. Dann mache ich das Gleiche nochmal, wenn der Planet vor dem Stern ist, beziehungsweise auch daneben. Das heißt, die Differenz der Spektren, das erklärt uns ja dann, was praktisch das Spektrum von dem Planeten sein müsste. Die Auflösung ist natürlich nicht besonders gut, das kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen. Eine andere Idee, die zurzeit von der Erdoberfläche aus gemacht wird oder genutzt wird und wo gerade Weltraumteleskope entwickelt werden, wie man das machen kann, ist, wenn man sich den Stern anschaut und genau diesen einen Pixel Licht von dem Stern ausschaltet. Dann kann man theoretisch Planeten drumherum entdecken. Direkt Planeten beobachten. Das ist zurzeit noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen, aber so in 50 Jahren sind wir wahrscheinlich auf der Suche nach bewohnbaren oder vielleicht sogar bewohnten Planeten viel weiter durch diese direkte Beobachtungsmethode. Denn dann können wir das Spektrum direkt von den Planeten entdecken. Und dann haben wir vielleicht ganz viele Planeten, die so ein Spektrum haben wie die Venus oder Mars, relativ langweilig, starke Signatur für CO2. Oder wir haben sowas wie die Erde, wo wir halt Sauerstoff, Wasser, Ozon messen können. Wie viele Exoplaneten gibt es denn? Vorhin wurde schon genannt, ungefähr 4000 Exoplaneten gibt es bereits. Die aktuellen Daten von einer Datenbank, die auch jeder nutzen kann, exoplanets.org, ist noch etwas vorsichtiger und sagt, naja, die Planeten, wo wir uns wirklich sicher sind, dass sie existieren, sind eher so 3236. Man hat aus dem GLIESE 581 G-Beispiel gelernt. Und sagt tatsächlich, zusätzlich zu diesen Planeten, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass sie wirklich existieren, gibt es noch Planeten, die bisher einfach noch nicht bestätigt sind. Das könnten Planeten sein, müssen aber nicht sein. Insgesamt die Planeten, von denen wir wissen, dass sie existieren, die Planeten, die noch nicht bestätigt sind, sind wir jetzt schon bei fast 6000. Und es wird immer weiter ansteigen in der nächsten Zeit. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, oder? 6000 Exoplaneten, wunderbar. In unserem Sonnensystem haben wir gerade mal 8. Jetzt kann man überlegen, wie viele Planeten müsste es eigentlich geben? Wie viele Sterne haben wir alleine in der Milchstraße? Genau weiß man es nicht, das sind vielleicht 100 Milliarden Sterne, vielleicht 400 Milliarden Sterne, da streitet man drüber, aber sagen wir mal einfach 200 Milliarden Sterne. Was wir von den bisherigen Beobachtungen wissen und von diesen ganzen 6000 Planeten, die sich bestimmte Sterne oder eine bestimmte Kategorie von Sternen angeschaut haben, ist, dass wenn wir nur uns sonnenähnliche Sterne anschauen, haben 30-50% dieser Sterne mindestens einen Planeten. Ich überlasse Ihnen die Mathematik. Vor allem, ein Planet ist in den seltensten Fällen. Also viele von den Planeten, die entdeckt haben, haben andere Nachbarplaneten im gleichen System. Das heißt, es gibt Milliarden von Exoplaneten allein in unserer Galaxie.
Es gibt also noch sehr viel zu tun. Gehen wir so ein bisschen in die Historie. Wann wurde denn eigentlich der erste Exoplanet entdeckt? Bei dem Nobelpreis wird ja gerne gesagt, vor 25 Jahren wurde der erste Exoplanet entdeckt. Die ersten Ideen gehen schon davor los. In den 60er Jahren gab es tatsächlich die erste Publikation, wo ein dänischer Astronom der Meinung war, einen Planeten entdeckt zu haben. Die Art und Weise, wie er den Planeten entdeckt zu haben, war, dass der Stern sich scheinbar bewegt hat, ganz leicht. Es hat sich später herausgestellt, dass es tatsächlich die lose Teleskoplinse war, die sich bewegt hat und nicht der Stern. Würde ich jetzt nicht als der eventuell erste entdeckte Exoplanet nennen. Interessanter ist es eher 1988. Das hat noch mehr Eindruck gemacht in dem Sternzeichen Cepheus. Das ist zwischen dem Polarstern und Cassiopeia. Um diesen Stern, Doppelstern Gamma Cephei A, auch dort haben sie Lichtschwankungen entdeckt. Und da war die Frage, okay, ist es jetzt ein Planet? Also mit dieser Radialgeschwindigkeitsmethode, ne? Also bewegt sich wirklich der Stern auf uns hin, zurück oder nicht? In dem Paper 1988 haben sie gesagt, ja, erster Exoplanet entdeckt. Sie waren sich aber so unsicher, dass sie danach die Entdeckung zurückgezogen haben. Sie meinten, vielleicht ist es doch eine Schwankung im Magnetfeld vom Stern, das dieses Signal gibt. Die Exoplanetenforschung stand in den Kinderschuhen. War sich einfach nicht sicher. Die Entdeckung wurde zurückgezogen. 2002 wurde er bestätigt. Bisschen ärgerlich, wenn jetzt der Nobelpreis an jemand anderen gegangen ist. Ne? Aber prinzipiell ist der erste Exoplanet rein theoretisch 1988 entdeckt. Und er hat mittlerweile auch einen Namen bekommen, Tadmor. Und artistisch, wie man sich das vorstellt, irgendwie aufgeblasen, Gasplanet ähnlich. Was war dann der erste tatsächlich bestätigte Exoplanet? Es war immer noch nicht der vor 25 Millionen Jahren. Vor 25 Jahren. Gott. Stattdessen in den Jahren zwischen 92 und 94, also nur ganz kurz davor, haben Forscher um einen Pulsarstern Signaturen wiedergefunden, die darauf hindeuten, dass es Exoplaneten gibt. Und was man hier sehen kann, ist ein Beispiel von einem Pulsar im Krebsnebel und man sieht, wie halt es regelmäßige Lichtschwankungen gibt. Und bei diesem speziellen Pulsar haben sie herausgefunden, dass diese Lichtschwankungen unregelmäßig sind. Und die Erklärung dafür, und die ist halt bestätigt mittlerweile, ist, dass es drei Planeten um diesen Pulsarstern gibt. Und hier hat NASA auch so ein wunderschönes Poster rausgebracht von den Zombie-Welten um diesen extrem tödlichen Pulsarstern, weil da Strahlung abgegeben wird, die Leben auf der Oberfläche von diesem Planeten völlig unmöglich macht. Einer von den Planeten heißt übrigens Poltergeist. Und dann kommen wir zu dem wichtigen Jahr 1995. Jetzt sind wir im Sternbild Pegasus und um den Stern 51 Pegasi, auch wieder mit dieser Radialgeschwindigkeitsmethode, also ob der Stern sich auf uns zubewegt oder nicht. Da wurde ein Planet gefunden von Michel Mayor und Didier Queloz von der Uni Genf. Und für diese Entdeckung, oder diese Entdeckung war deswegen so besonders, weil der Planet, den sie entdeckt haben, war unglaublich nah an dem Stern dran. Der Stern selber ist sonnenähnlich, hat sehr ähnliche Eigenschaften wie unsere Sonne selber. Und unsere Planeten sind ja alle relativ weit von der Sonne entfernt. Und sie haben halt damals überlegt, naja, aber was suchen wir uns oder schauen wir nach Unregelmäßigkeiten auf viel, viel kürzeren Zeitskalen? Und sie haben tatsächlich einen Exoplaneten gefunden, 51 Pegasi b. Die Buchstaben sind immer nach der Reihenfolge, nach Entdeckung von Exoplaneten. Und es geht immer bei b los, weil der Stern selber praktisch den unsichtbaren Buchstaben a bekommt. Das heißt, es war der erste Planet um diesen Stern, der entdeckt wurde. Mittlerweile heißt er auch Dimedium. Und das Erstaunliche war zum einen, dass er so unglaublich nah am Stern dran war, aber andererseits, dass es ein Gasplanet war. Ne, unser Sonnensystem, wenn wir nochmal kurz überlegen, wir haben diese terrestrischen Planeten, diese Gesteinsplaneten, Merkur, Venus, Erde, Mars und dann kommen erst die Gasplaneten. Und hier waren diese Gasplaneten so nah am Stern dran, die können sich da wahrscheinlich gar nicht bilden. Die sind auch unglaublich heiß und deswegen heißen sie Hot Jupiter. Und das heißt, diese Entdeckung war A, um einen sonnenähnlichen Stern und mit einer komplett neuen Klasse
an Exoplaneten. Und deswegen wird das als die Geburtsstunde der wirklich modernen Exoplanetenforschung gesehen, weil das war dieses wirklich Überraschende mit handfesten Daten und deswegen gab es dafür den Nobelpreis letztes Jahr. Was gab es noch für Meilensteine in der Erforschung von Exoplaneten? Da würde ich diese beiden nennen, Koro 7b und Kepler 10b. Wir sind immer noch nicht bei habitablen Planeten, aber immerhin, diese beiden sind Gesteinsplaneten. Bei den beiden kennt man die Masse und den Radius, sogar mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Also man kann sogar relativ gut abschätzen, woraus sie zusammengebaut sind. Man kann relativ viel über die Zusammensetzung von diesen Planeten sagen. Und der eine wurde 2009 veröffentlicht. Koro war ein Weltraumteleskop von französisch-europäischer Nationalität und Kepler war dann die amerikanische Version. Tatsächlich, die beiden Planeten wurden mehr oder weniger zur gleichen Zeit entdeckt, aber die Veröffentlichung dauert in der wissenschaftlichen Welt immer ein bisschen. Das heißt, wenn ein Amerikaner so einen Vortrag hält, dann heißt es immer, Kepler 10b war natürlich der allererste Gesteinsplanet. Wenn ein Europäer einen Vortrag hält, dann war es natürlich Koro 7b. Ja. Mittlerweile sind wir da um einiges weiter. Hier ist nochmal ein anderes Bild von dieser habitablen Zone aufgetragen. Was man hier sieht, ist auf der X-Achse ist nicht der Abstand von der Sonne, was vorher war, sondern wie stark oder wie sehr skaliert die Leuchtkraft von dem Stern zum Planeten in Abhängigkeit davon, wie die Erde die Strahlung von der Sonne erfährt. Also hier oben hat man die Erde mit 1 und hier ist die Sterntemperatur aufgetragen, bedeutet hier ist die Sonne und je niedriger die Temperatur ist, desto masseärmer sind dann die Sterne. Man sieht fast alle Planeten, die wir bisher gefunden haben, diese riesengroßen gelben Kreise. Und das sind diese Jupiter-Planeten. Je näher sie dran sind, desto heißer sind sie. Hier haben wir die Hot-Jupiters und hier haben wir ganz normale Gasriesen. Das sind jetzt nicht die, die uns interessieren, wenn wir nach einer zweiten Erde suchen. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben diese weißen Kreise. Das sind die Neptun-ähnlichen Objekte. Neptun und Uranus sind zwar auch, haben auch eine Gashülle, haben aber auch starke Konzentrationen von Wasser zum Beispiel. Und ähnliche Objekte hat man auch sehr oft gefunden in anderen Sternsystemen. Interessant ist dann hier diese hellblaue Kategorie. Die hellblauen Planeten sind sogenannte Supererden oder Mini-Neptuns. Das ist eine Planetenkategorie, die gibt es im Sonnensystem nicht. Das sind Planeten, die sind um einiges massereicher als die Erde. Wahrscheinlich sogar so massereich, dass sie gar nicht mehr einfach nur ein Gesteinsplanet sein können, sondern unglaublich viel Gas und auch Wasser angezogen haben müssen. Bei denen weiß man immer noch relativ wenig von. Die dunkelblauen, das sind jetzt diese erdähnlichen Planeten, Gesteinsplaneten. Das bedeutet, die haben ungefähr die Größe von Erde, Venus, Mars, ungefähr die Dichte, soweit man sie weiß. Und was man sehen kann, ist, um diese sonnenähnlichen Sterne hat man bisher hauptsächlich diese Jupiterplaneten gefunden und um die massearmen Sterne hauptsächlich die terrestrischen. Da steckt jetzt keine große Magie dahinter, da steckt auch keine physikalische Grundeigenschaft dahinter. Das geht einfach auf die Beobachtung zurück. Je masseärmer der Stern ist, desto näher ist dieser Bereich, der warme Bereich oder diese habitable Zone am Stern. Je schneller ein Planet wiederholt sich den Stern bewegt, desto leichter kann ich ihn natürlich beobachten. Je größer der Stern wird, je massereicher, desto schwieriger wird es, diese kleinen Planeten zu entdecken und desto größer müssen die Planeten sein, damit ich es überhaupt noch detektieren kann. Aber man sieht auch, wenn wir jetzt eine Erde in dieser habitablen Zone um einen sonnenähnlichen Stern haben möchten, dann sieht es ganz schön mager aus. Ich habe jetzt oft gesagt, erdähnlich oder Leben wie auf der Erde. Und da möchte ich mal einen kurzen Exkurs machen. Warum konzentrieren wir uns eigentlich so wahnsinnig sehr auf erdähnlich? Ne? Da gibt es auch einen Witz, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben. Ein Mann sucht abends oder nachts auf dem Parkplatz nach seinem Schlüssel, den er verloren hat. Und er steht unter einer Straßenlaterne, sucht überall den Boden ab. Und jemand anders kommt dazu und fragt ihn, ja, wonach suchen Sie denn? Er sagt, ja, ich habe meinen Schlüssel verloren. Er sagt, ja, wo haben Sie den denn verloren? Und dann deutet er auf die dunkle Ecke und sagt, da hinten.
Dann, naja, aber warum suchen Sie denn dann hier? Na, hier kann ich was sehen. Ein bisschen ist das mit den Exoplaneten natürlich auch so. Ja? Wir können da was sehen, wo wir wissen, wonach wir suchen. Aber es gibt auch mehrere andere Gründe, warum diese Idee, dass man nach erdähnlichem Leben sucht, gar nicht so dumm sind. Und da können wir uns mal die nochmal überlegen, woraus besteht Leben eigentlich? Also wenn ich mir jetzt einen Menschen hernehme und gucke, welche chemischen Elemente sind am meisten vertreten, dann ist es Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Tatsächlich 65%, ungefähr 65% von dem gesamten Körper besteht nur aus Sauerstoff. Danach haben wir Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor, Calcium ist noch mit dabei, Schwefel noch ganz wichtig. Aber das sind die absolut Hauptelemente, aus denen wir bestehen, aber auch jede Zelle, jeder Einzeller, jeder Fisch, jede Spinne, alle bestehen aus diesem gleichen, ungefähr diesen gleichen Zusammensetzungen. Jetzt können wir uns anschauen, wie häufig ist denn eigentlich die Verteilung von diesen vier wichtigen Hauptelementen. Im Universum, fast alles, 59%, ist Wasserstoff. Gefolgt von Helium, aber Helium können wir tatsächlich als Leben nicht besonders gut verarbeiten. Das ist ein Edelgas, für chemische Reaktionen ist es weniger interessant. Weniger als 0,1% von allen Elementen im Universum sind alles andere. Also fast alles ist Wasserstoff und Helium. Von diesen weniger als 0,1% ist wiederum die Hälfte Sauerstoff. Gefolgt von Kohlenstoff. Gefolgt von Stickstoff. Und Schwefel und Phosphor sind auch Elemente, die in jedem Leben auf der Erde vorkommen, sind auch mit die häufigsten Elemente im Universum. Das heißt, es zeigt, dass da vielleicht doch eine Relation besteht. Also Leben auf der Erde besteht aus den häufigsten Elementen, die es im Universum gibt, unter unterschiedlichen Bedingungen. Und dass es tatsächlich auch einen Zusammenhang gibt, kann man sich auch überlegen, wie entsteht eigentlich ein Planet oder was wissen wir über die Entstehung von Planeten, von Sternsystemen. Also soweit wir wissen, entstehen generell Planeten aus einer Akkretionsscheibe. Die entsteht durch eine Staubwolke, die sich komprimiert. Dieser Zyklus der Entwicklung, Sternentwicklung, Planetensystementwicklung, dann unter Umständen auch wieder Supernovas. Es kann auch durchaus ein Zyklus sein. Was man daran sieht, ist, dass praktisch das Material im Universum, diesen Staubwolken, das ist praktisch das, woraus alles im Sonnensystem oder im Sternsystem gebildet wird. Die Zusammensetzung vom Stern spiegelt die Zusammensetzung der Planeten wider, in gewisser Weise. Und dementsprechend natürlich auch die Elementverteilung, die wir in den Planeten haben, hängt halt wirklich mit den universellen Zusammenhängen zusammen. Warum ist jetzt Kohlenstoff zum Beispiel so wahnsinnig interessant? Warum ist es auch chemisch interessant? Warum sollte jetzt Leben kohlenstoffbasierend sein? Schauen wir uns mal kurz die Eigenschaften von Kohlenstoff an. Was man hier sieht, ist ein Kohlenstoffmolekül, ein sehr einfaches, besteht aus zwei Kohlenstoffatomen und Wasserstoffatomen. Im Vergleich dazu Wasser ist viel einfacher aufgebaut, hat nur zwei Bindungen, zwei Ärmchen Sauerstoffatom und verbindet sich dementsprechend nur mit zwei Wasserstoffatomen. Kohlenstoff dagegen hat vier Verbindungen, die es eingehen kann. Das bedeutet, es kann auch viel längere Ketten bilden. Was auch eine ganz besondere Eigenschaft von Kohlenstoff ist, diese Doppelbindung. Das bedeutet, dass diese Bindungen viel, viel resistenter sind, viel, viel stärker sind, als wenn man eine Einfachbindung hat. Man kann tatsächlich Ringmoleküle bilden. Gerade wenn man sich überlegt, dass man so Zellstrukturen braucht, um halt eine gewisse Homöostasie zu erlauben für Leben, für die Entstehung von Leben. Da ist Kohlenstoff einfach wahnsinnig spannend und wahnsinnig praktisch. Hier ist mal ein Beispiel von einem ganz einfachen Molekül. Hier ist jetzt ein Stickstoffatom mit dabei. Das ist eine sogenannte Aminogruppe. Amino kennt man vielleicht schon aus dem Begriff Aminosäure. Das ist eines der Hauptbestandteile, die das Leben braucht auf der Erde. Und es besteht aus einer ganz einfachen Gruppe. Aber dadurch, dass Kohlenstoff diese vier Verbindungen hat, diese Doppelbindung eingehen kann, kann Kohlenstoff unglaublich viele komplexe Moleküle ergeben. Und hier ist nur als Beispiel von unterschiedlichen chemischen Elementen, wie viele Bindungen es eingehen kann. Also Kohlenstoff, wie gesagt, 4, Sauerstoff nur 2. Das nächste Element, was mehr Verbindungen als Kohlenstoff eingehen kann, ist Phosphor. Ist allerdings schon viel, 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 viel schwerer. Viel, 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 viel seltener. Das heißt, von den
Hauptelement, die im Universum verteilt sind, hat Kohlenstoff wirklich als einziges diese besondere Eigenschaft dieser Doppelbindungen. Silizium wird oft ganz gerne in der Fantasy-Welt und Science-Fiction-Welt herausgesucht als möglicherweise Grundstoff von Leben, von Alien-Leben, silizium-basiertes Leben statt kohlenstoffbasiertes Leben. Diese wunderschöne Eigenschaft mit diesen Doppelbindungen hat Silizium leider nicht. Silizium ist auch viel, viel schwerer, viel, viel seltener und dementsprechend ist es auch viel weniger stabil. Das heißt, Kohlenstoff ist definitiv viel attraktiver für Leben als Silizium. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, von den im Universum gemessenen Molekülen, die mit Abstand meisten Moleküle enthalten Kohlenstoff. Wieder, wenn man überlegt, was ist vorhanden, woraus sich Leben bilden würde, Kohlenstoff scheint wirklich ganz besondere Eigenschaften zu haben. Wie sieht es mit Wasser aus? Wasser hat die Eigenschaft oder die besondere Eigenschaft, dass es besonders gut Materialien lösen kann. Also zum Beispiel ist hier Zucker oder Salze, Nährstoffe aus dem Gestein herausspülen. Da hat Wasser ganz besondere Eigenschaften. Außerdem ist Wasser besonders aufgebaut. Es hat eine polare und eine antipolare Seite und kann sich zu mehreren längeren Ketten zusammenbilden. Also gerade so Gasblasen oder sowas, was dann auch mit Membran wieder wichtig ist, ist auch eine Eigenschaft, die Wasser besonders macht. Und auch hier hat man in der Literatur Alternativen gefunden oder mögliche Alternativen. Also zum Beispiel Ammoniak oder Methan wird gerne als Alternative angesehen. Methan ist zum Beispiel ganz spannend für den Saturn und Titan, der sehr, sehr kalte Oberflächentemperaturen hat. Und da kann Methan tatsächlich auch flüssig vorkommen, fest, gasförmig. Das Problem ist, man sieht es hier schon, dass der Bereich, in dem Wasser in diesem Fall stabil sein kann, ist über einen Bereich von 100 Grad. Ammoniak sind es halt viel weniger, nur noch etwas mehr als 30 Grad, Methan nur noch 20 Grad. Das heißt, wieder damit Leben auf Methan, flüssigem Methan basieren könnte, kann man nur minimale Temperaturschwankungen haben. Bei Wasser sind es 100 Grad Celsius, das erlaubt viel mehr Flexibilität. Das andere ist auch, bei diesen extrem kalten Temperaturen finden praktisch keine chemischen Reaktionen statt. Für den Titan, der Temperaturen in dieser Höhe hat oder in dieser Tiefe hat, hat man schon den Witz gemacht, dass es sicherlich Leben geben kann, aber das würde sich so langsam fortbewegen, dass man es gar nicht beobachten könnte. Ob Leben überhaupt entstehen würde bei den kalten Temperaturen, das ist halt wiederum eine sehr, sehr kritische Frage. Das heißt, auch da scheint wieder Wasser mit am attraktivsten zu sein und vielleicht ist es doch nicht Zufall, dass Leben auf Kohlenstoff und Wasser basiert. Wie ist es mit Sauerstoff? Wir alle brauchen Sauerstoff zum Atmen, das ist für uns absolut essentiell. Wie ist es, wenn man jetzt Leben hätte, irgendwo tief in einem Ozean? Das ist jetzt mal ein Bild, ein künstlerisches Bild, wie Leben aussehen könnte unter einem Eismond im Universum Planeten hätte oder Monde hätte, die halt eine Eiskruste haben und darunter flüssiges Wasser hätten. Könnten die denn auch überhaupt so aussehen, wie Fische aussehen oder ähnliches? Wahrscheinlich nicht. Die Tatsache, dass wir tatsächlich so makroskopisch groß sind, liegt wahrscheinlich größtenteils am Sauerstoff. Sauerstoff ist ein sehr guter Energieträger. Je größer Leben ist, desto mehr Energie wird benötigt. Je komplexer das Leben ist, desto weniger Zellen können tatsächlich für die Energieregulation verwendet werden. Und Sauerstoff ist einfach enorm effektiv dabei als Energieträger für uns. Sauerstoff ist auch tatsächlich was nicht immer vorhanden war. Was man hier sehen kann, ist von der Erde, die Entwicklung von der Erde von vor 4,6 Milliarden Jahren. Also als sich praktisch das Sonnensystem gebildet hat, die Erde gebildet hat, einmal wie eine Uhr komplett drumherum bis heute. Die Menschen gibt es erst seit so kurzer Zeit, das kann man gar nicht sehen, wenn man das so betrachtet. Woran denkt man noch, wenn man an Leben denkt? Dinosaurier. Dinosaurier sind auch nur hier, ganz kurz vor Ende. Ne? Geologisch gerade eben erst passiert, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Was man hatte, eine relativ lange Zeit lang, bis hier, sah auch die Atmosphäre ganz anders aus und es gab keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Trotzdem gab es Leben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo langsam mehr und mehr Sauerstoff in die Atmosphäre gepumpt wurde, herrschte Leben schon, man weiß es nicht genau, 1 Milliarde Jahre, 2 Milliarden Jahren, man ist sich da noch etwas uneinig, aber ungefähr die Hälfte der Zeit, die Leben auf der Erde existiert hat, war ohne Sauerstoff. Und es waren Einzeller.
Sie konnten nicht größer wachsen. In dem Moment, wo Photosynthese angefangen hat, mehr und mehr Sauerstoff in die Atmosphäre gepumpt wurde, gut, erstmal ist fast alles Leben abgestorben, weil tatsächlich für diese Lebewesen Sauerstoff tödlich war. Wir brauchen es, aber das erste Leben auf der Erde konnte mit Sauerstoff nicht umgehen. Aber auch dann hat es noch relativ lange gedauert, bis vor ungefähr 1 Milliarde Jahre, bis man tatsächlich den Sauerstoff so effektiv nutzen konnte, dass dann makroskopische Lebewesen gekommen sind. Makroskopische Lebewesen ist jetzt sowas wie Pilze, Flechten. Bis wir dann tatsächlich Tiere hatten, Fische und dann auch wieder die Dinosaurier, hat es nochmal ewig lange gedauert. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man sich so diesen Kreislauf des Lebens überlegt, wenn man jetzt bewohnbare Planeten finden möchte. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass wir genau in diesem Zeitalter enden? Und das ist auch was, was wieder in diese Drake-Gleichung hineingeht. Ne? Also ist diese Idee, wir suchen nach erdähnlichem Leben, wir suchen nach Sauerstoff in Atmosphäre als Hinweis auf Leben, wir suchen nach der Existenz von Wasser, vielleicht doch gar nicht so dumm. Ne? Also basierend auf den Argumenten, scheint es, oder würde man davon ausgehen, dass es durchaus, wenn wir Leben entdecken können, auch nicht ganz unähnlich sein sollte und wir durchaus diese Idee, dass wir nach flüssigem Wasser suchen sollten, beibehalten können. Wenn man jetzt sagt, man sucht jetzt nach flüssigem Wasser außerhalb vom Sonnensystem, ganz klar gibt es eine Klasse von Objekten, die uns nicht interessieren. Ganymed ist ein Eismond im äußeren Sonnensystem. Ganymed hat eine Oberfläche, eine feste Eiskruste, hat unter der Oberfläche Wasser. Wunderschön, habitabel unter Umständen. Gut, bei Ganymed gibt es andere Gründe, weswegen man denkt, dass es vielleicht nicht habitabel ist. Aber wenn man sich das jetzt als Exoplanet vorstellt, wenn irgendwas hier im Wasser passieren würde und da 100 Kilometer Eis bis zur Oberfläche sind, wie sollten wir das denn jeweils detektieren? Wir wissen bei unseren Eismonden in unserem Sonnensystem noch immer noch nicht, ob es vielleicht doch Spuren von Leben gibt. Wir müssen uns ja erstmal in die Tiefe bohren, durch diese Eisschalen durch. Für Exoplaneten kann man das völlig vergessen. Das heißt, wir wollen wirklich nur uns auf Planeten konzentrieren, die ja tatsächlich Wasser auch an der Oberfläche haben können. Hier ist nochmal die Erde als Vergleich zu Venus und Mars aufgetragen. Und man kann da mal der Frage nachgehen, warum ist die Erde denn eigentlich so besonders? Was macht die Erde so besonders? Und eine Sache, die halt für die Erde so besonders ist, ist, dass das Klima relativ stabil geblieben ist, über 4 Milliarden Jahre lang eigentlich sogar. Man hatte flüssiges Wasser an der Oberfläche seit fast nach der Geburt von der Erde bis heute durchgängig oder höchstwahrscheinlich durchgängig. Und woran liegt es? Das liegt halt tatsächlich an der Atmosphäre und an den Treibhausgasen, die heutzutage so wahnsinnig unbeliebt sind, sind aber unter Umständen gar nicht so unpraktisch, wenn es ein bisschen zu kalt ist an der Oberfläche. Warum? Wenn es zu kalt ist, dann kann sich mehr CO2 in der Atmosphäre anreichern durch vulkanische Ausgasung. Dadurch hat man mehr Treibhausgase und es wird Stück für Stück wärmer. Größerer Treibhauseffekt, wunderschön. Was bei der Erde ganz praktisch ist, in dem Moment, wo es allerdings zu heiß wird, das ist auf geologischen Zeitskalen, ne? Das löst jetzt nicht unser Klimaproblem. Das ist jetzt auf Millionen, Milliarden Jahre gesprochen. Ne? Nicht, dass jetzt morgen eine Pressemitteilung ist, es gibt kein Problem mit dem Klima mehr. Nee. Auf geologischen Zeitskalen, ne? Wenn es viel zu warm wird, dann bedeutet auch, dass man viel mehr Regen hat, viel mehr Verwitterung hat, viel mehr von dem CO2 auch wieder aus der Atmosphäre ziehen kann, was sich dann wieder mit Regenwasser in den Ozean begibt, eventuell sogar durch Plattentektonik in die Erde subduziert wird und dadurch wird alles wieder abgekühlt. Das heißt, halt dieser Thermostat von der Erde, der dafür gesorgt hat, auch wenn die Leuchtkraft von der Sonne sich stark geändert hat über die letzten 4 Milliarden Jahre, flüssiges Wasser gab es immer. Und beim Mars ist das nicht der Fall. Beim Mars hat man sehr starke Erosion von der Atmosphäre zum Weltall gehabt. Und ein großer Unterschied zwischen Mars und Erde ist, auf der Erde haben wir Plattentektonik. Wir haben Subduktion von Platten, von der Krustenmaterial, von der Oberfläche in den Mantel. Und das treibt auch ständig immer wieder den vulkanischen Kreislauf an. Wir haben immer ständig vulkanische Ausgasung. Dieser Thermostat kann funktionieren auf geologischen Zeitskalen. Bei Mars war das nicht so. Er hat relativ schnell aufgehört, stark auszugasen. Die Atmosphäre wurde verloren und dementsprechend ist es einfach wahnsinnig kalt auf der Oberfläche vom Mars.
Und diese Prozesse besser zu verstehen, gibt es Simulationen, die sich damit beschäftigen, wie es im Planeteninneren aussieht. Hier ist mein Video von Kollegen von mir vom DLR erstellt worden, wie es im Inneren von dem Mars aussehen könnte. Was man hier sieht, ist der Eisenkern von dem Planeten. Das hier ist alles der Gesteinsmantel. Und der Gesteinsmantel, der Kern ist extrem heiß und heizt diesen Gesteinsmantel von unten auf. Und es entsteht so auf ganz, ganz langen geologischen Zeitskalen Konvektion. Also das warme Material treibt nach oben, kaltes Material sinkt nach unten ab. Und diese Prozesse können wir tatsächlich für unterschiedliche Planeten anschauen, verstehen deswegen auch, warum haben wir Plattentektonik auf der Erde. Das hängt halt genau mit diesen inneren Prozessen zusammen. Und je mehr wir über die Planeten wissen, desto mehr können wir mit diesen Simulationen abschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass es zum Beispiel Vulkanismus auf lange Zeitskalen gibt, damit halt dieser Thermostat, der auf der Erde so wunderbar funktioniert, auch auf einem Exoplaneten funktionieren kann. Aber es gibt noch andere Daten, die wir verwenden können, um mehr darüber zu erfahren, ob ein Planet jetzt bewohnbar sein könnte oder nicht. Also sprich, ob er flüssiges Wasser an der Oberfläche haben könnte oder nicht. Und eine von diesen Informationen ist, wie groß ist eigentlich der Stern? Was ist der ideale Stern für Habitabilität? Was man hier sieht, ist unterschiedliche Sternklassen. Wer sich die Buchstaben nicht so gern merken möchte, hat offenbar benutzen Astronomen furchtbar gerne komische Merksätze. Damit kann man sich das auch merken. Die besondere Eigenschaft. Was benutzen die? Ohne Bier aus dem Fass gibt es kein Wars. Das könnte ein Berliner gar nicht aussprechen, das wäre gar nicht möglich. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Sternen? Wenn wir jetzt besonders massereiche Sterne haben, die sieht man hier auf der Skala ganz rechts, haben eine extrem hohe Leuchtkraft, aber nur ein sehr, sehr kurzes Lebensalter. Und je mehr man zu diesen masseärmeren Sternen kommt, desto langlebiger werden diese Sterne. Das heißt, hier sind praktisch die Bedingungen an der Oberfläche für relativ lange Zeit gegeben. Hier ist nochmal diese habitable Zone gezeigt, die ich vorher schon gezeigt hatte. Wie gesagt, hier, je masseärmer der Stern ist, desto näher sind die Planeten an diesen Stern heran und desto mehr können wir prinzipiell von diesem Planeten entdecken. Eine sehr interessante Sache, die mit der Leuchtkraft von den Sternen noch zusammenhängt. Ich hatte vorhin gesagt, auf der Erde haben wir Photosynthese. Das hat dazu geführt, dass wir auch mehr Sauerstoff haben in der Atmosphäre und die Pflanzen bei uns an der Oberfläche sind normalerweise grün. Außer ich habe vergessen, meine Pflanze zu gießen, dann ist sie vielleicht braun. Aber aktive Photosynthese wird halt besonders aktiv betrieben durch grüne Zellen oder grüne Pflanzen. Wie wäre das jetzt, wenn wir eine andere Leuchtkraft hätten? Also gerade wenn wir jetzt zu diesen lichtschwächeren Sternen, diesen M-Sternen gehen würden, an der Oberfläche, damit die Pflanzen tatsächlich so viel Photonen aufnehmen können und das Maximale aus dieser schwachen Leuchtkraft von dem Stern machen können, um überhaupt noch Sauerstoff zu produzieren, hat die Wissenschaftlerin Nancy Qiang festgestellt, müssen diese Pflanzen wahrscheinlich schwarz aussehen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich überlegt, wie andere Planeten um andere Sterne aussehen. Wahrscheinlich haben die Pflanzen andere Farben. Entweder blau oder rötlich oder schwarz, je nachdem, um welchen Stern sie kreisen. So, abschließend in den letzten 10 Minuten würde ich gern so ein bisschen auf meine Highlights eingehen. Was sind denn jetzt eigentlich die besten Exoplaneten da draußen, die man bisher kennt? Und was weiß man von ihnen? Da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Es ist natürlich sehr personalisiert, ganz klar. Um es ein bisschen einfacher zu machen, gibt es diese wunderschönen Übersichtskarten, die von dem Planetary Habitability Laboratory zum Beispiel kreiert werden, wo man sieht, abhängig vom Abstand von dem Planeten, von unserem Sonnensystem, angefangen mit Proxima Centauri B oder Proxima Centauri B, der Planet um einen von den Alpha Centauri Sternen, also der nächste Exoplanet, den wir haben können, 4,2 Lichtjahre entfernt, zu immer weiter und weiter entfernten Sternen und deren Planeten. Welche davon sind jetzt so die interessantesten für Habitabilität? Bei diesen Beispielen steckt der Teufel auch wieder im Detail. Hier ist jetzt eine sehr komplizierte Tabelle, muss man sich jetzt nicht genau durchlesen. Aber was man sieht, und das ist das Wichtigste, ist hier die Spalte mit der Masse. Und man sieht hier regelmäßig ein größer gleich. Das bedeutet, es ist genau das Gleiche wie bei diesen GLIESE 581 G- und D-Kandidaten.
Man hat nicht mal den Radius gemessen, man hat nur eine minimale Masse. Selbst wenn wir uns sicher sind, dass der Planet existiert, und bei ein oder zwei in der Liste bin ich mir da nicht ganz so sicher, selbst dann weiß man überhaupt nicht, sind das überhaupt Gesteinsplaneten, sind das Gasriesen, man hat nur die minimale Masse. Das heißt, als allererstes kategorisch würde ich schon mal sagen, ne, die müssen wir uns vielleicht nicht so genau anschauen. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben ein paar Informationen über den Radius. In manchen Fällen haben wir auch Informationen über Masse und Radius. Okay. Wir haben jetzt sehr viele um diese M-Sterne herum. Diese M-Sterne sind halt diese ganz massearmen Sterne. Und das Problem bei diesen, bei Planeten um diesen M-Stern herum ist, dass sie, sie müssen ja sehr nah an dem Stern dran sein, damit sie überhaupt in dem Bereich sind, wo flüssiges Wasser auch nur theoretisch existieren kann an der Oberfläche. Das bedeutet aber auch, dass Sonnenwind, der von den Sternen ausgestrahlt wird, den Planeten natürlich ständig treffen würde. Die Erde ist von der Sonne relativ weit weg, trotzdem haben wir regelmäßig Polarlichter, wenn uns der Sonnenwind trifft. Wenn wir jetzt natürlich tausendfach näher dran sind am Stern, ist das natürlich viel extremer. Und deswegen ist es auch ein bisschen das Problem, diese M-Sterne wirklich so, oder die M-Planeten wirklich so wahnsinnig habitabel sein können. Das ist nicht klar. Viele würden sagen, nee, das sind auch nicht die besten Kandidaten. Das heißt, in dieser speziellen Liste jetzt würden nur noch zwei übrig bleiben. Kepler 442b, Kepler 62f. Tatsächlich sind das nicht so ganz meine Favoriten. Ich packe die mal auf Platz 4 und 5 von meiner persönlichen Hitliste. Platz 5 ist also Kepler 442b, etwas größer als die Erde. Und das war's. Mehr wissen wir nicht. Wir haben wunderschöne Bilder, aber wir haben ansonsten keine Ahnung. Kepler 62f, das war der zweite in der Tabelle gerade, auch wieder wunderschöne artistische Bilder. Was wissen wir darüber? Ungefähr 40% größer als die Erde. Und Studien haben überlegt, wie könnte der entstehen? Höchstwahrscheinlich hat er Unmengen an Wasser. Klingt erstmal gut. Unglaublich viel Wasser bedeutet aber keine Landoberfläche. Der Thermostateffekt, den wir auf der Erde haben, würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist der auch nicht besonders habitabel. Mein persönlicher Favorit Nummer 3, an dritter Stelle, sind diese beiden Planeten, Kepler-168 und Kepler-452. Beide liegen in der habitablen Zone. Das Interessante daran ist, dieser Kepler-186 ist zwar um einen M-Stern herum, war aber der erste bestätigte Gesteinsplanet in der habitablen Zone. War deswegen, es war 2014, wirklich eine sehr große Nachricht, als der gefunden wurde. Kepler-452, das System, ist ein Stern, der fast genau die gleichen Eigenschaften hat wie unsere Sonne. Und dieser Planet Kepler-452b ist tatsächlich auch wirklich in einem Abstand, der sehr ähnlich ist zum Orbit von der Sonne. Er wird also gerne als der große Cousin von der Erde genannt. Trotzdem, bei beiden weiß man die Radien, man kennt die Massen nicht, man weiß wieder nicht wirklich, was da los ist. Was ist mein Favorit Nummer 2? Proxima Centauri, das habe ich gerade schon erwähnt, in dem Alpha Centauri-System. Proxima Centauri ist tatsächlich wieder ein M-Stern. Deswegen, wenn man es ganz kritisch sein möchte, sagt man, vielleicht doch nicht habitabel, wer weiß. Aber es ist der nächste Exoplanet. Warum? Weil Proxima Centauri in diesem Alpha Centauri-System der Stern ist, der am nächsten zur Erde ist. Ne? Das heißt, dieser Exoplanet ist definitiv der nächste Exoplanet. Stimmt nicht ganz. Letzte Woche hat sich herausgestellt, es gibt vielleicht noch einen zweiten, der ein bisschen weiter weg ist, das heißt, das ist jetzt der nächste Exoplanet und nicht mehr der andere. Aber die sind direkt im gleichen System nebeneinander. Proxima Centauri, falls er existiert, ganz sicher ist man sich noch nicht, ist allerdings kein Gesteinsplanet, keine mögliche zweite Erde, sondern massereicher und wahrscheinlich nicht habitabel. Sondern wahrscheinlich ist es eher wie so ein Mini-Neptun oder wie Mini-Saturn. Letzte Woche gab es nicht nur diese Meldung, es gab auch noch eine andere Meldung, ich will sie nur kurz einfliegen lassen. Habitabilität brauchen wir jetzt hier nicht drüber diskutieren. Das ist der erste Exoplanet, der im Orbit um zwei Sterne herum gefunden wurde. Von einem Highschool-Studenten während eines Sommerpraktikums bei der NASA. Ist doch kein schlechtes Ergebnis. Und am besten, meine Nummer 1, ganz klar, ist das TRAPPIST-1-System.
Die TRAPPIST-1-Planeten hat man über die letzten Jahre relativ gut bemessen können. Das heißt, wir kennen von denen die Radien durch diese Transit-Methode und man hat die Masse von den Planeten ebenfalls bestimmen können. Es sind zurzeit 7 Planeten in dem System bekannt. Es gibt die Idee, dass es vielleicht noch einen 8. gibt. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Alle sind mehr oder weniger so groß wie die Erde. Also das ist wirklich erstaunlich, das ist wirklich toll. Das System ist relativ nah aneinander. Also wenn man jetzt hier den Vergleich sieht von unserem Gasriesen Jupiter, das sind die Monde vom Jupiter oder die 4 Hauptmonde vom Jupiter. Diese Sonne, TRAPPIST 1, ist nicht so viel größer als Jupiter und hat 7 Planeten, mindestens 7 Planeten auf mehr oder weniger dem gleichen Orbit wie Jupiter die Monde hat. Also es ist wirklich ein extrem nah aneinander das System. Die Dichte von den Planeten konnte man halt relativ gut bestimmen. Und auch alle sind mehr oder weniger in dem Bereich, wo unsere Planeten sind von unserem Sonnensystem. Hier Merkur, Venus, Erde und Mars. Also wirklich unglaublich spannend. Und deswegen gibt es auch schon diese Plakate. Lass uns doch zu TRAPPIST 1e reisen und uns die anderen Planeten anschauen, wie sie wohl aussehen würden. So ganz freudig ist es unter Umständen nicht, weil es gibt auch so ein paar Sachen, die unter Umständen nicht so schön sind in diesem System. Das hier ist ein Bild von Io, von einem Mond, auch von einem Jupitermond, der so stark aufgeheizt wird im Inneren durch Gezeitenkräfte, dass er unglaublich starken Vulkanismus hat. Für die unterschiedlichen TRAPPIST-Planeten hat man ausgerechnet, wie viel Wärme müsste eigentlich produziert werden, abhängig von dem Orbit von dem Planeten. Und man sieht generell, alle, die nah dran sind an dem Stern, haben so viele Gezeitenkräfte, dass sie ähnlich wie Io sich verhalten würden. Und erst wenn man weiter weggeht im äußeren System, da hat man dann eher Wärme, wie man es in der Inneren von der Erde erwarten würde und dementsprechend wahrscheinlich auch eher bewohnbare Planeten. Zum Abschluss würde ich jetzt kurz ein Video zeigen wollen, was man artistisch auch mit dem TRAPPIST-System noch machen kann. Und zwar hat sich ein Künstler eine Sinfonie basierend auf den Bahnen Information der Planeten ausgedacht. Die Planetendaten sind alles echte, beobachtete Daten. Und jeder Planet hat eine Note bekommen und damit gibt es die Symphonie. Kann man sich im Internet runterladen und mal ein bisschen Planetenmusik hören. So, das heißt, damit bin ich am Schluss von meinem Vortrag angelangt und man darf natürlich keinen Vortrag zum Thema Exoplanetenastrobiologie halten, ohne Carl Sagan mindestens einmal erwähnt zu haben, den wahrscheinlich bekanntesten Astrobiologen, den es gibt und Mitbegründer von dem SETI-Institut. Und hier links für jemanden, den es noch interessiert, die Worte, mit denen er auf die Erde zurückblickt, von den ersten Bildern, die von Voyager 1 von der Erde aufgenommen wurden. Das hier, dieser minimale kleine blaue Punkt, das sind wir. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass noch viele Fragen von Ihnen kommen. Ja,